Wenn du schon einmal in einer Zoohandlung warst, hast du vielleicht winzige Einsiedlerkrebse gesehen, die niedlich und scheu sind und in bezaubernden Gegenden wohnen. Aber nicht jeder Einsiedlerkrebs ist so niedlich. Auf fernen, abgelegenen Inseln leben Einsiedlerkrebse, die so groß sind, dass sogar Charles Darwin sie als monströs bezeichnete. Das ist die Kokosnusskrabbe. Kokosnusskrabben oder Gummikrabben haben einen schlechten Ruf, weil sie riesengroß sind. Sie haben riesige Krallen und wurden sogar schon dabei gesehen, wie sie Vögel oder Kätzchen angreifen. Aber wenn du das alles hinter dir lässt, sind sie eigentlich wirklich erstaunliche Kreaturen. Kokosnusskrabben können eine Beinspannweite von über 1 Meter haben und über 4 Kilogramm wiegen. Sie sind die größten wirbellosen Landtiere der Erde und haben vielleicht sogar die derzeitige physiologische Grenze für Gliederfüßer erreicht. Früher gab es noch größere Landarthropoden, wie zum Beispiel den furchterregenden Gliederfüßer Flora, der bis zu 2,5 Meter lang wurde. Aber als der Sauerstoffgehalt in der Luft sank, wurden ihre großen Körper untragbar, da sie nicht so gut Sauerstoff aufnehmen konnten wie Wirbeltiere. Kokosnusskrabben sind die größten Landarthropoden, die wir haben, aber wenn du sie sehen willst, musst du vielleicht weit reisen. Man findet sie auf Inseln im Südpazifik und Indischem Ozean, wobei große Populationen auf der Weihnachtsinsel und den Cookinseln leben. Ihr Verbreitungsgebiet deckt sich gut mit dem der Kokospalme. Auch wenn Kokosnüsse nicht ihre einzige Nahrungsquelle sind. Sie sind erstaunlich gut im Klettern und erklimmen auf die Palmen, um sich Kokosnüsse zu schnappen. Wenn möglich, fressen sie lieber fleischige Früchte und Nüsse. Einige dieser Nüsse, darunter auch die Seemango, enthalten Giftstoffe, die im Körper der Krabbe gebunden sind und sie für uns Menschen giftig machen. Ihre asymmetrischen Krallen gehören zu den größten im Tierreich und aus irgendeinem Grund ist ihre linke immer größer als die rechte. Kokosnusskrabben haben mit 1500 Newton den stärksten Klauengriff im Tierreich. Das ist hilfreich bei der Selbstverteidigung oder der Jagd oder auch zum Öffnen von Kokosnüssen. Dazu ziehen sie die äußeren Fasern in einem Prozess ab, der Tage dauern kann. Dann stechen sie mit ihren dünnen und spitzen Beinen Löcher in die Augen der Kokosnuss. So lässt sich die Kokosnuss leichter aufbrechen, um an das Fleisch zu gelangen. Kokosnüsse sind für sie so wichtig, dass es in einem Gebiet ohne Kokosnüsse Kokosnusskrabben gibt, die nur halb so groß sind wie in Gebieten, in denen es Kokosnüsse gibt. Obwohl Kokosnusskrabben meist Vegetarier sind, fressen sie alles, was sie in die Finger oder Krallen bekommen. Aas, Vögel und andere lebende Tiere werden verzehrt, wenn sie verfügbar sind. Für mittelgroße Kokosnusskrabben sind ihre einzigen Feinde Menschen und größere Kokosnusskrabben. In einem besonders grausamen Fall wurde eine Kokosnusskrabbe dabei beobachtet, wie sie einen Rotfußtölpel fraß. Die Kokosnusskrabbe wurde dabei beobachtet, wie sie mitten in der Nacht auf einen Baum kletterte, sich dem schlafenden Rotfußtölpel näherte, ihn packte und die Flügel und die Beine brach. Daraufhin fiel der Vogel zu Boden, die Krabbe folgte ihm, griff nach ihm und brach ihm den anderen Flügel. Der Geruch vom Blut lockte 20 andere Kokosnusskrabben an, die sich den Tölpel zum Abendessen nahmen. Es gibt eine morbide Theorie, dass der Grund, warum Amelia Earhart nie gefunden wurde, darin liegt, dass Kokosnusskrabben sie in ihre Höhle geschleppt und gefressen haben. Ihr Geruchssinn an Land ist im Vergleich zu anderen Krustentieren sehr weit entwickelt und sie haben innerhalb von 10 Jahren ein ähnliches Geruchssystem wie Insekten entwickelt. Es ist voll mit Chemorezeptoren. Ihre Fühler helfen ihnen bei der Nahrungssuche, aber bei der Suche nach potenziellen Valentinstagterminen, die für sie zwischen Mai und September liegen, legen die Männchen eine Spornmetapher auf dem Hinterleib des Weibchens ab. Damit befruchtet sie ihre Eierkästen, die sie außen am Körper trägt. Wenn sie bereit sind zu schlüpfen, geht sie ins Wasser und setzt sie bei Flut frei. Die Jungtiere leben etwa einen Monat als Plankton und sind völlig abhängig von der Meeresströmung, um sich fortzubewegen. Wenn sie etwas älter sind, sinken sie auf den Grund und nutzen verlassene Schneckenhäuser als Schutz. Im ersten Jahr ihres Lebens gehen sie dann an Land und verlieren die Fähigkeit, unter Wasser zu atmen. Das heißt, wenn du eine Kokosnusskrabbe findest, wirf sie bloß nicht ins Wasser. Schüttel nur kräftig ihre Krallen und schick sie wieder weg. Nein, das war nur ein Scherz. Berühr bloß nicht ihre Scheren. Kokosnusskrabben werden noch jahrzehntelang weiterwachsen. Wir wissen immer noch nicht genau, wann ihre maximale Größe erreicht wurde, aber man geht davon aus, dass sie mindestens 40 Jahre alt sind. Einige Wissenschaftler behaupten, dass sie bis zu 120 Jahre alt werden können. Wie alle Krebstiere häuten sich auch Kokosnusskrabben, wenn sie wachsen. Sie müssen ihr altes Exoskelett abwerfen und ein neues, größeres wachsen lassen. Das neue Exoskelett ist zunächst sehr weich, was sie für einige Wochen nach der Häutung sehr verletzlich macht. Diese pinken Jungs häuten sich jedes Jahr, um Schaden zu vermeiden. Sie graben eine Höhle, um dort ihr altes Exoskelett abzulegen. Dann fressen sie es, um sich mit Nährstoffen zu versorgen und warten, bis das neue Exoskelett ausgehärtet ist. Ich glaube, sie hassen ihre Geburtstage wirklich. Leider wird es immer schwieriger, große Kokosnusskrabben zu finden. Übrigens, sie sind nur so groß geworden, weil sie auf ihren Inseln keine natürlichen Fressfeinde hatten.
Aber der Mensch und die Tiere, die er mitbringt, wie Hunde und Schweine, haben einen rapiden Rückgang ihrer Population verursacht. In einem Teil ihres historischen Verbreitungsgebiets, wie Madagaskar und dem australischen Festland, sind sie inzwischen ausgestorben. Wenn wir mehr über sie erfahren, können wir sie hoffentlich auch besser beschützen. Aber bis sich ihre Population erholt, müssen wir sie wohl weiterhin Kätzchen und Vögel fressen lassen. Naja, worüber sollen wir denn als nächstes sprechen? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Bis dahin hoffe ich, das Video hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist, gebt mir noch ein Like, teilt das Video mit euren Freunden und abonniert unseren Kanal. Dann sehen wir uns bestimmt auch beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde!